Auch das Friseurmuseum in der Weibecker Straße hatte wieder zum Kinderfest eingeladen. Im Vor- und hinter dem Museum war wieder allerlei los, kann man doch auf einen großen Hof mit Garten zurückgreifen. Sogar der verregnete Sommer machte an diesem Tag eine Pause. Büchsen werfen, Kinderspiele von früher wie Eierlaufen und Sackhüpfen, Krebs, Kuchen, Kekse und Kakao. Welches Kinderherz schlägt da nicht höher? Nicht, dass nur die ganze Beimsiedlung da war, schließlich war so mancher im Urlaub, aber viele Kinder aus der Umgebung wissen schon Bescheid, dass etwas los ist, wenn das Friseurmuseum zum Kinderfest einlädt. Immerhin war es schon das 9. Für die Sieger gab es kleine Preise von den Sponsoren wie MDCC, Stadtsparkasse, der IKK, der WOBO oder den SWM. Entscheidend ist auch die immer wieder gerne angenommene Unterstützung von den Damen des Projektes Dialog der Generation. Wir sind heute hier mit unseren alten Spielen. Wir haben insgesamt 7 Projekte und da ist das Projekt alte Spiele, sprich Büchsenwerfen, Seilspringen, Hula Hop, Eierlaufen. Sowas machen wir alles mit den Kindern hier und auch wir sind auf vielen, vielen anderen Veranstaltungen, wo wir immer wieder gefragt werden. Also es sind im Jahr ungefähr 30 Veranstaltungen, an denen wir teilnehmen. Aber es gibt ja noch mehr. Manche gehen in Seniorenheimen und singen mit den Leuten oder wir spielen auch mit den Leuten, da gehen wir auch mit hin. Also wir machen jedenfalls ganz, ganz viel oder nachher wieder geht's los, dann gehen viele von uns in die Schulen und üben mit den Kindern, die nicht richtig lesen können oder auch Sprachen oder außerdem betreuen wir auch ausländische Studenten. Das Projekt heißt Willkommen in Magdeburg. Ich zum Beispiel betreue schon seit vielen Jahren chinesische Studenten, unterstütze die eben, damit die deutsche Sprache besser lernen und vor allen Dingen eben auch, die sind ganz wild auf die deutsche Kultur. Können Sie denn ein bisschen Chinesisch? Nein, ich weiß nur, Ni Hao heißt guten Tag und Wei heißt Hallo. Aber die wollen ja Deutsch lernen und das ist ja wichtig, dass man eben auch deutlich und klar spricht, ja. Wie reagieren denn die Kinder von heute auf die Spiele von gestern? Das macht den Kindern riesen Spaß. Wir brauchen nur anfangen, mit den Büchsen zu klappern, schon sind die Kinder ran. Wir gehen ja auch in Kindergärten, wenn die Kinder uns sehen, dann rufen die schon immer Spiele-Omas. Ja? Also die sind da ganz wild drauf. Es macht uns ja auch Spaß. Das ist ja das Entscheidende. Und bei Älteren, zum Beispiel Demenzkranken? Wir gehen ja richtig auch zum Beispiel in den Hansapark, fahren wir wieder, wo wir dann eben auch mit Büchsen werfen, das sind dann Erinnerungen, die haben. Oder mal mit dem Ball werfen, sie sagen, sie können das nicht und auf einmal fällt eine Büchse um und die freuen sich riesig darüber. Da kann man nur wünschen, dass die Damen diese ehrenamtliche Arbeit noch lange machen können. Ja, das ist ja das Entscheidende. Ich meine, wir sind ja alle auch schon Senioren. Ja. Aber Sie sehen ja, es macht uns eigentlich allen Spaß. Ein Höhepunkt war das Aufsteigen von 10 weißen Friedenstauben, die Hans-Peter Schmidt, genannt Taubenhansi, zur Freude der Kinder mitgebracht hatte. Leider flogen die Tauben schon vor dem vereinbarten Zeitpunkt los, aber dank eines netten Kollegen haben wir wenigstens ein schönes Foto von diesem Ereignis. Wer wollte, konnte sich natürlich auch im Museum selbst umsehen. Neben den historischen Wiegen und Kinderwagen fällt dort momentan besonders die Rokoko-Frisur Bella Marie mit dem Schiff als Krönung ins Auge. Bella Marie mit der Schiffsfrisur. Das ist eine Rokoko-Frisur, so wie man sie etwa 1776 getragen hat. Wir haben vor allem vor, sie der Magdeburger Bevölkerung zu zeigen. Und diese Chance haben wir auf dem großen Rathausfest am 3. Oktober. Wir hoffen, dass sie im Rathaus einen guten Platz findet, so dass sie nicht zerstört oder angegriffen wird und man ein bisschen Abstand hat, aber man kann dann genau die Formung sehen. Das hat für uns unsere Mitarbeiterin, unsere Ehrenamtliche Hella Bittmann geformt und das Schiff, das habe ich mit einem Flüchtlingsmädchen, die über diese Route gekommen ist, über Italien mit einem Schlauchboot. Und das fand ich irgendwo besonders. Sie hat mir geholfen, die Segel für diese Rokoko-Frisur zu setzen. Das ist unsere Freiwillige aus Eritrea, Merci, gewesen. Wo soll sie denn im Rathaus stehen?
Da habe ich mit der Sekretärin vom Oberbürgermeister Dr. Trümper gesprochen und ich glaube, sie hat einen besonderen Platz gefunden, sodass sie geschützt ist, nicht zu nahe an der Menschentraube, denn sie ist natürlich fragil, unsere Bella Marie. Und wir hoffen, dass sie Anklang findet in der Stadt. Es soll ein bisschen ein Symbol sein, ein bisschen etwas für den Frieden, denn die Galionsfigur unseres Friedensschiffes heißt Bella Paloma. Und Bella Paloma als Taube an einem Friedensschiff, das soll ein Symbol sein. Denn früher hatte man Kriegsschiffe ins Haar gebaut und das hat uns gar nicht gefallen. Bei uns sind sogar die Kanonenluken zugeschweißt. Neu bei den Freiwilligen im Museum ist Philipp Ludwig. Wie kam er zum Friseurmuseum? Ja, ich habe mich gemeldet über die Freiwilligenagentur, weil ich mich noch ein bisschen engagieren wollte neben meinem Beruf. Und da dachte ich mir, das klingt ja eigentlich ganz interessant so. Aber was macht ein IT-Spezialist im Friseurmuseum? Naja, in der Annonce stand, gesucht wird Unterstützung im Bereich Computer, dachte ich, bin ich ja richtig. Aha. Naja, es wird dann wohl um die Webseite gehen, soweit ich das verstanden habe. Okay. Naja, ich hatte schon mal drauf geguckt und ich meine, es ist ja schon recht schick, aber inhaltsmäßig kann man sich noch viel machen mit Videos und vielleicht ein bisschen aktuellere Informationen und was sich da so anbietet. Und auch vielleicht von den Veranstaltungen so mal ein paar Fotos reinstellen, ne? Genau, dass man einfach, dass die Besucher ein bisschen was zum Gucken haben und sich auch schön ein Bild machen können, ne? Genau. Was demnächst im Friseurmuseum los ist, erzählte uns noch Manuela Strietz. Ja, wir haben am 1. September geöffnet von 14 bis 17.30 Uhr. Das ist ein Freitag. Der Sonntag, der 10. September, zum Tag des offenen Denkmals von 10 bis 17 Uhr. Und am Donnerstag, dem 12. Oktober, auch von 14 bis 17 Uhr. Wir freuen uns natürlich sehr gern über viele Besucher. Du siehst hier noch ein Plakat zum Freiwilligentag, 16. September. Ja, natürlich. Seid ihr auch beteiligt? Aber sicher sind wir dann auch beteiligt. Von 9 bis 13 Uhr haben wir hier einen großen Arbeitseinsatz und freuen uns über viele Helfer. Und was läuft so gegen Jahresende? Ist da wieder was geplant so für die Mitglieder? So eine Weihnachtsfeier? Ja, wir haben eine Weihnachtsfeier. Oh, den Termin habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Aber auf unserer Homepage ist der ganz bestimmt schon eingetragen. Macht dir die Arbeit hier so Spaß? Ja. Macht mir großen Spaß. Ich freue mich immer über viele nette Besucher. Man erfährt viele interessante Dinge. Heute haben wir ja ein Kinderfest gehabt und ja, die Kinder, das macht einfach Spaß. Bist du irgendwie vorbelastet, friseurmäßig? Nein, ich bin kein Friseur. Ich bin kaufmännische Angestellte und das ist genau dieser Ausgleich zu meinem Beruf, zu meinem Alltagsleben.